Hallo, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Amorion und jetzt geht's ab. Nawid, wir brauchen Nawid, also her damit. Inzwischen sind wir ein bisschen schlauer, wir haben unsere Geschütztürme umgeschaltet. Also eins, unsere Waffen, zwei, das war glaube ich Schürfen und drei haben wir zum Abwracken. Also haben wir jetzt perfekte Auswahl, was wir wollen. Und ich will Schürfen. Ich will Schürfen und da haben wir auch schon den ersten Kandidaten. Freiwillig gemeldet hat sich ein Asteroid. Und wie viel hast du? 6000. Ja, einen Bremsschub mal mit reinhauen. Ich habe es doch richtig gemacht, oder? Zwei. Zwei ist Bergbau, genau. Ja, ich spiele Singleplayer. Richtig. Wollte eigentlich Multiplayer machen, hat sich aber keiner gefunden auf die Schnelle und dann mache ich Singleplayer. Alles gut. Geht genauso. Manchmal muss man auch zeigen, dass es auch ohne Multiplayer geht. Genau. Klopfen gehen. Werden wir hier bestimmt auch Gelegenheit haben. Hundertprozentig wäre von irgendjemandem gestört, der klopft uns an und sagt, du bist doch hier, Bergbau, du kannst doch nichts. Und dann gibt es richtig was auf die Nuss. Ach ja, wie sieht denn jetzt unsere Kampfkraft aus? Wir haben jetzt eine Feuerkraft nur noch von 300. Also, er zählt ja alle Waffen. Und es ist so... Ja, ich stelle erstmal wieder den Timer. Für was stelle ich einen Timer überhaupt? Ich nehme das sowieso über 20 Minuten auf. Die letzte Aufnahme war auch eine Stunde wieder. Also, naja, egal. Man stellt halt den Timer. Ich glaube, fürs Gewissen stelle ich den irgendwie. Was wollte ich sagen? Ach ja, wenn ihr kämpfen wollt und habt nicht so viele Waffen und nehmt Bergbaulaser oder halt dann Abwracklaser oder sowas dazu, bitte nehmt die Abwracklaser. Die machen wesentlich mehr Schaden als die Bergbaulaser im Kampf. Das nur am Rande. Wer also sich mit dem Gedanken anfreunden möchte, da auch drauf zu hauen, der sollte was zum Abwracken nehmen. Und ja, der Kampf findet uns. Ihr merkt's. Kannst nicht mal in Ruhe hier abfragen. Das geht einfach nicht. Oh, jetzt aber. Alter Schwede. Alle Waffensysteme an. So. Ihr spinnt wohl. Du hast kein Schild? Dann mache ich aus dir Gehacktes. Ah ja. Ich glaube, ich habe hier noch was auf der Automatik, was vielleicht gar nicht so schlau wäre. Jo. Also. Den müssen wir von Automatik, glaube ich, runtersetzen. Jo. Eins raus, zwei raus. Da ist es abwracken. Jawohl.
Immerhin, es gibt ein paar Module. Immer, das ist so immer was. Und wir können uns hier behaupten. Trotz dieses massiven Dauerfeuers. Das war ja wirklich beachtlich. Müsste mal diese ganzen Bauteile irgendwie loswerden. Das müsste ich mal alles verkaufen. Das bringt auch richtig Asche. Ein bisschen Naoid kommt da doch raus. Ich glaube, das war der Dicke gewesen, den wir zerlegt haben. Das Schöne ist, du kannst hier halt alles werden, was du willst. Du kannst einen auf Pirat machen, du kannst einen auf Händler machen, du kannst irgendwie auf Großkonzern machen, du kannst als Piratenjäger rumeiern, du kannst alles machen. Das ist halt das Schicke hier. Hast hier unendlich Möglichkeiten und du bist nicht festgenagelt dann auf diese Rolle. Du kannst auch irgendwann wieder umschwenken. Das ist das Schicke. Das ist halt toll. Ich weiß gar nicht, ob diese Asteroiden eigentlich respawnen oder wenn sie abgebaut sind, ob es dann komplett weg ist. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Weiß das jemand von euch? Weiß das der Chat?
Weiß keiner? Nein? Schade. Hätte mich jetzt wirklich mal interessiert. Ich habe auch keine Antwort darauf. Ich weiß es nicht. Ach, das finde ich geil, oder? Guckt euch das an. Ist jetzt nicht so, dass beide in der Luft stehen, sozusagen, wie ist trotzdem noch verbunden, imaginär und so? Das ist alles programmiert. Ihr seht, das Teil, was keinen Bezug mehr hat zu dem Standort, zu dem festen Teil, driftet weg. Es ist so geil. Ich feiere das so unglaublich. Das gefällt mir so gut. Da komme ich ins Schwärmen. Das ist so gut gemacht. Dass diese Brocken, wenn sie keinen Bezug mehr haben, zu der Mitte dann auseinanderdriften. Schick. Einfach mega schick. Ich liebe das, wenn dann sowas gedacht wird. Sehr cool. Okay, Asmiel. Okay, das ist mal eine Info. Ein Feind. Waffensystem an. Vollgas! Yum, yum, yum. So. Piraten. Piraten! Böse Piraten! Dann können wir doch gleich hier unsere Beziehung verbessern bei den Dings. Oha! Ah, da ist schon wieder mehr. Guten Tag! Wartet, Jungs, ich will mitspielen. So, abgetrennt. Jetzt gibt's schön was auf dem Antrieb. Was? Wer bist du denn? Oh, ein güldenes Teilchen. Komm her, Güldenteilchen. Ach, das ist so ein Kurzschlussteil. Ist ja nichts Berauschendes, finde ich. Du bist Syndikat. Ah, kannst von mir aus durchgehen. Da haben wir noch einen Pirat. Pirat, 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 Pirat. Da. Okay. Auch nochmal kurz aushelfen. Hier unseren Frachter anmachen. So geht das nicht. Okay, wo ist die Waffe? Feuerkraft? 4 Komma. Oh, du hast noch eine Waffe. Wo ist sie? Ah. Da haben wir das Waffengeschütz. Danke. Das wollte ich doch haben. So. Abwracken wäre das. Gerade mal wegmachen. Viel.
Feuerwerk. So. Zwei Apps, Baumenü. Und wir haben wow, da müssen wir aber noch ein bisschen bauen. Das ist die Platte. Nauit-Generator. Nauit-Generator. Titan-Generator. Dich würde ich gern umbauen. 2000, alles klar. Platte wieder drauf. Wir brauchen Nauit. Das war in der Richtung. Nein, Nauit. Erst bessere Generatoren. Finde ich cooler. Erst unseren Vorrat ein bisschen aufstocken. So, Nauit, wo ist es? Da leuchtet's grün. Ist zwei richtig? Ich weiß es immer nie. Ich hab noch kein festes System. Recycle. Zwei stimmt, alles klar. Im Prinzip sind es ja nur Umbaumaßnahmen, die wir hier vornehmen. Ja. Das ist ja auch der Punkt. Wir rüsten jetzt ja nur das Schiff besser aus. Ist natürlich optimal, dass wir hier so ein bisschen was haben. So, Krümmelchen auflesen. Krümmel, Krümmel, Krümmel. Flup, flup. Ja, damit. Da haben wir auch ein bisschen was. Ah, der ist schnell weg. Den verputzen wir im Vorbeifliegen. Bisschen geschrappt. Das ist aber gar nicht mal schlecht.
Wir haben jetzt ein klein bisschen kaputte Hülle. Und ich will wissen, ob das meine Mechaniker wieder reparieren können. Wir lassen es mal, wir reparieren es nicht. Wir werden mal gucken, was passiert. Das hat mir nämlich den Anschein, als ob das wieder repariert wird. Der Balken, dieses Viereck, was weg war, das wird immer heller, das füllt sich immer mehr mit Farbe. Also das ist gut zu wissen. Der repariert das von selbst, das ist super. Für irgendwas muss die Jungs ja eingestellt haben. So, und dann können wir den Generator gleich ummunzen. Freue ich mich drauf. Wurde repariert. Also so ein Rempler kann man dann schon mal wegstecken. Ist die Frage, reparieren die automatisch dann irgendwann das komplette Schiff? Und sieht man das dann? Kommen dann die Teile wieder dazu? Alles Fragen, die mich tatsächlich interessieren. So, das Krümmelchen nehmen wir auch mit. Brachte gar nichts. Okay. So. Du in das Shit. Nee, oder? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh. Ernsthaft. Was ist denn? Ach. Werden. Ah ne, machen wir anders. Ein Riesenblock. Das ist der Schildgenerator. Titanquartiere. Ach, das sind die Korrekturdüsen.
2400 haben wir nicht. Ach, haben wir auch nicht. Fehlt aber nicht mehr viel. So, ein weiterer Schildgenerator. 6-3. Das passt. Titanpanzerung. Wir nehmen keine Eisen, wir nehmen Titanpanzerung jetzt. Null Punkt 5, 18. Alle Geschütztürme plus 1. Alle Geschütztürme plus 1. Ist natürlich auch nice, ne? Den Schild richtig boosten. Sehr cool. Da ist noch alles gut. Was mir sehr gefällt, ist die erweiterte Sprungkraft, die ich jetzt habe. Jetzt kann man mal richtig... Kommt gerade eine Idee. Ich nehme an, ihr wisst auch schon, was für eine Idee ich habe. Ich brauche nur ein bisschen Nahuit. Na komm, wo ist noch was für mich? Gefunden. Ja, so kann ich es ja auch nicht sehen. Wenn du dich versteckst hinter den Brocken. Zwei sogar. Okay, Versicherung gezahlt, gut. Kein Problem, ich zahle meine Steuern. Gar kein Akt. Ist kein Ding. Pauline! Ja, grüß dich, mein Lieber! Eine ganz besondere Freude! Schön, dass du da bist. Hi! Das freut mich sehr. Ah, zerstörte Blocks werden nicht beschädigt, nur... zerstörte Blocks werden nicht repariert, nur beschädigte. Da hat man jetzt mal wieder was gelernt. Sehr schön. Finde ich gut.
Ja, Balen. Wie sieht's aus? Wäre das ein Spielchen für dich? Ah, die Wendigkeit ist gut. Es gefällt mir alles, alles super. Oh, what's that? Piraten? Das ist genau unser Ding. Ja, auf sie mit Gebrüll. Kackpiraten. Auf die Piraten fertig los, sag ich dann nur. Überraschung aus dem Hinterhalt. Bäm. Zack, abgetrennt. Ja, und jetzt? Ohne deine Geschütztürme? Bäm. Wo ist der nächste? Job. Module ohne Ende. Her damit. Tja, da hat sich meine Beziehung direkt verbessert zu meinen Freunden. Ha! Bekomme ich ein wenig Bock drauf, okay? Hast du Bock? Ja, das ist schon geil. Du kannst halt wirklich alles machen. Du kannst eine Raumstation bauen. Du kannst ja nicht. Ich fliege ja noch alleine. Müsste ich nicht. Ich könnte mir auch ein Schiff bauen, Captain reinsetzen und dann kann ich dem Befehle geben. Schürf hier, begleite mich, greif den an, schnitzel mit Pommes. Ja, du kannst ja sozusagen Partner dazu holen. Und das kannst du, ich kann auch 5 Schiffe bauen und die bestücken mit Captains und sagen, hier, ne? Ich liebäugel sogar, hier vielleicht so ein Bergbauschiff zu installieren, weil hier gibt es ja richtig was zu holen. Und ich mag es, was sind das? Alienschiffe. Ah. Und ich mag es hier auch abzufracken und hier so ein bisschen vielleicht einen Flatterer zu spielen. Das ist schick. Kannst ja auch eine Mine besetzen und dann schürfen, eine Station bauen, alles Mögliche. Ja, hier gibt es ja jede Menge. Kannst auch ein Trägerschiff machen und dann mit Jagdmaschinen arbeiten. Alles. Ich habe noch gar nicht alles ausprobiert, was ich ausprobieren möchte. Ist noch gar nicht alles sozusagen. Oh! Was Blaues hast du gedroppt? Was war das? Was ist das Blaue? Geschützturm. Sehr gut. Immer her damit. Ah, zu weit weg. Aber am geilsten ist halt, dass man hier auch konstruieren kann, wie man will. Was man ja auch bei anderen Spielen so ein bisschen kann. Und das macht natürlich auch einen Heidenspaß, da rumzubasteln und so. Das ist schon sehr cool.
Also mir gefällt das halt auch, wenn du auf den Gegner schießt und triffst seine Waffensysteme, dass du auch tatsächlich diese ausschalten kannst, dass du sie tatsächlich auch treffen kannst. Und dass es nicht nur reine Optik ist. Dass du ihm wirklich die Waffen runterziehen kannst. Oder wenn du ihm irgendeinen Arm abschießt, an dem Waffensystem dran ist, dass dann Feierabend ist. Im Normalfall. Wer stört denn da schon wieder? Okay. Monsieur hat auch ein Schild, hä? Gehabt. Die schneide ich doch in der Mitte durch, Freundchen. Noch ein Schild. Das beiße ich mir durch. Und jetzt bist du durch. Jetzt gibt's was auf die Nuss. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben fast den ganzen Schild runtergeputzt. Hammer, oder? Hammer! Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, wenn Parleen sozusagen zustimmt, könnten wir ja nochmal einen gemeinsamen Neustart machen. Wäre ja mal eine Idee. Ich hatte ja eigentlich vor, mit ihm das zusammen zu playen, aber... Er war ja nicht so überzeugt von dem Game, muss ich sagen. Da petze ich ruhig mal. So, Auswracken war 3. Ich freue mich, wenn die Programmierer, die Entwickler, und davon haben sie ja schon gesprochen, die Funktion einbauen, dass man bestimmte Teile des Schiffes ausblenden kann, wenn man im Baumenü ist. Dann kommt man nämlich, also ich muss ja immer die Panzerungsplatte oben abbauen, damit ich, da habe ich was Schönes gekriegt, ein schönes Waffensystem, damit ich sozusagen an meine inneren Bauteile rankomme und da das Schiff wieder weiterbauen kann. Das soll ja ausgeblendet werden. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Unter anderem. Die haben ja noch viel mehr Sachen im Petto, die sie ändern wollen. Das ist wirklich super. Ja, Parleen, immer schön zurückhalten, ne? Wäre eine Überlegung wert, eventuell mal gucken. Was ist denn da jetzt alles? Oh, da ist noch ein System. Was bist du? Ah, ein Update. Ah, das sind noch Krümmelchen.
Hm. Ist das Farbe? Mhm. Also es ist, das Geile ist, es gibt ja schon Missionen, es gibt Questen und den ganzen Kram, es gibt Endbosse und sowas, ja, also, und wir sind der Hauptstory ja noch gar nicht gefolgt, ne, das ist, wow, was, okay, okay, was ist denn das? Streithammel, echt? Alter, was eine Feuerkraft! Aber die habe ich auch. Na, spürst du es? Oh, ich muss ausweichen. Komm weg mit dem Schild. Da willst du ein Schild doch gar nicht. Du kriegst deine Waffen direkt abgeschossen. Geile ist, wenn er ihm einen Antrieb wegschießt, wird er auch schwerfälliger, kann sich nicht bewegen und sowas. Das ist cool. Ich hatte einen Kampf mit dem Endboss gehabt, dem habe ich den Rumpf aufgerissen. Und da kam ich an die Reaktorbänke dran. Ich habe die ganzen Reaktorbänke weggeschossen und danach so pff, Feierabend. Ich konnte nicht mehr fliegen, konnte gar nichts mehr. Ha! Das war geil. Da habe ich ihn zerlegt. Da habe ich ihn schön auseinandergenommen, den Arsch. Das war cool. Das hat mir gefallen. So, gib mir deine Innereien, gib mir dein Wertvollstes. Ah, das merkt man schon. Das sind schon dickere Gegner. Da fliegt ein AOE raus. Ah, blaue Farbe. Gut. Da wir inzwischen ja jetzt auch mit Farbe arbeiten, ist mir die Farbe auch willkommen. Am Anfang war sie mir scheißegal. Aber jetzt muss ich sagen, Farbe passt. Farbe nehme ich.
Na komm, werft noch was Schönes für mich ab. Also das mit den Steuerdüsen, das war super. Ja, klar gibt es eine Riesenstory. Die Galaxie wurde im Prinzip zweigeteilt. Und durch die Risse in der Galaxie kannst du auf die andere Seite nicht rüber. Dadurch entstand ja das Avorion, das Material, und diese außerirdische Rasse, die da plötzlich seit dem Avorion auch mit aufgetaucht ist. Und das ist ja die Story. Rauskriegen, was da los ist, wieso und wie man zur anderen Seite kommt. Klar gibt's eine Hauptstory. Was für eine. Ja, ich spüre es am Deck. Ja, wir kriegen wieder Besuch. Oh Mann, ich komme jetzt zu gar nichts. Das gibt's doch nicht, dass ich schon wieder von denen belästigt werde. Die blauen Punkte, da kann man ja richtig sehen, ob ich in Reichweite bin oder nicht. Und mit welchen Waffen. Titan hat das Wrack.
So, das sind die Augsagen. Mit denen haben wir inzwischen ein richtig gutes Verhältnis hier gekriegt. Wen wundert's? So geil. Ein Unteroffizier könnten wir kriegen. Ich will aber... Ach ja, jetzt... Ich erinnere mich wieder. Tja. Das sind Quartiere. Das sind Quartiere. Das war der Frachtraum. Scheiß auf den Frachtraum. Die Quartiere rüber. So, und ich will jetzt einen Hyperraum-Kern haben. Einen zweiten. Da ist er. Dich und dich verbinde ich zu einem. Bam! So, jetzt fehlt uns noch unsere Platte. Titanpanzerung. Das war 10. Bald weiß ich es auswendig. 5 und 8. 5 und 18. So, wieder die Panzerplatte drauf. Jetzt hat er die rosa gemacht. Komm, Babyblau ist besser. So. Wie ist denn jetzt der Energieverbrauch? Ja, passt. Und die Reichweite vom Hyperraumantrieb. Bam! Saugeil, oder? Geht schon ab. Find ich gut. Raus auf die taktische Karte. Was ist denn da jetzt gekommen? Ach, das ist ein Güterschiff. Weg ist er. Schade. Ich glaube, das hier ist noch das interessantere Frakteil. Wo muss ich hin? Da. So. Abwracken war 2. Nein. 3. Jetzt muss ich nachgucken. 3 war das doch abfragen, oder? Recyceln 3. Alles klar.
So, alles mal einstampfen. Dass es hier nicht so große Brocken sind. Run! Danke für deinen Host. Dankeschön. Grüß dich. Das ist lieb von dir. Hi, Chat von Run. So. Na, da. Ah, ist wieder so ein unzerstörbares Teil. Wie weit bist du weg? Ja, dich kann ich. Ich finde es auch gut, dass es so selbstsuchende Geschütze gibt, die sich eigene Ziele suchen, auch bei den Abwrackgläsern, bei den Minen und so. Das gefällt mir. Also das ist schon ganz nett. Vor allen Dingen, es ist ja so, der Entwickler hat ja auch gesagt, das ist, sie haben die Größe der Geschütze noch nicht angeglichen. Deswegen sind die alle klein und gleich groß. Das war aber ursprünglich ganz anders gedacht und auch gemacht worden. Und das wird sich auch wieder ändern. Und das finde ich ganz nett, dass dann die Geschütze angepasst sind auf das, was sie können, was sie dann sind und was sie darstellen. Also, das ist ziemlich cool. Das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Das ist ein Frachter. Gibt's hier was Interessantes? Okay. Fliegen wieder die Module tief. Holla, die Waldfee. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch zwei Module rauskommen. Das ist ja nice. Ja, ich finde es einfach gut, dass die Geschütze dann... auch optisch eine andere, also ja, du siehst so ein Noob-Geschütz, das ist so ein kleines Schrottteil und dann hast du so eine dicke Kanone und weißt, die kann was, ja, das ist schon, die sieht danach mehr aus, muss auch so sein, also ich finde das richtig, ich finde die Überlegung gut und ich finde auch gut, wenn das wieder eingeführt ist. Das, wie gesagt, kommt alles ja noch. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was wir alles gekriegt haben. Wenn das endlich mal zu Geld machen könnten.
Ah, das geile Geschütze, ey. Das ist. Ich muss jetzt erstmal. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal einen Punkt finden, wo wir unseren Scheiß verkaufen können. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ihr Lieben, das war's gewesen bis hierher. Macht's gut und viel Spaß im Netz. Vergesst nicht, Daumen hoch. Tschüss.